Vielen Dank, Marcel. Hallo zurück zu Hallo Hessen. Und ich möchte Ihnen dieses kleine Schätzchen vorstellen. Das ist der Dackel Kubu. Zumindest ist Dackel auf jeden Fall mit drin. Wir klären gleich noch mehr Facts zu diesem kleinen süßen Hund. Wirklich unglaublich niedlich. Aus dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel. Weil montags ist natürlich unsere Tiervermittlung mit Herz am Start. Und apropos Herz, ich habe Daniel Stanitsch neben mir sitzen. Ein absoluter Augenblick. Herzenskollege. Ja, das stimmt. Du bist auch eine Herzenskollegin. Für einen kurzen Augenblick habe ich gedacht, du willst mich vermitteln. Also wir können ja auch einen Aufruf für Daniel starten. Pflegeleicht ist er, glaube ich, schon. Also Rettungsstufen würde ich auch. Ja. Glückwunsch. Morgen dann Teil 2 bei uns. Ansonsten können Sie jederzeit in der ARD-Mediathek sich schon die ganze Thailand-Reihe von Nina und Jonas angucken. Und jetzt gehen wir in die Luft. Beziehungsweise ein bisschen im übertragenen Sinne. Sie finden mich hier schon direkt in einem Ballonkorb und zwar bei Arthur Müller aus Weinbach-Elkerhausen. Schön, dass Sie bei uns sind. Gerne. Sie sind ein leidenschaftlicher Ballonfahrer und nicht nur leidenschaftlich, sondern Sie sind es auch per Brief und Siegel. Den braucht man nämlich dafür. Richtig. Braucht Was man heißt? Normale Pilotenlizenz, Pilotenschein dafür, für die Sparte Heißluftballon. Und gliedert sich auf mit Theorie und Praxis, wie das üblich ist beim Pilotenschein. Und ja, brauchen wir ungefähr ein Jahr lang, bis man die Ausbildung beendet hat. Schon eine ganze Weile, ne? Wir gehen gleich auch noch mal genauer drauf ein. Man braucht ja auch einige Expertisen an verschiedenen Stellen. Und wer jetzt von Ihnen sagt, ah, den kenne ich doch, Arthur Müller, der Name, der sagt mir was. Ja, kennen Sie bei uns und zwar als Wettergucker. Das ist nämlich eine der Kompetenzen, die Sie haben. Sie müssen das Wetter besonders gut beobachten können. Ja, das ist das Allerwichtigste beim Ballonfahren, das Wetter. Ohne Wetter kann man keinen Ballon fahren. Ja. Und das gehört dazu, damit man auch eine Ballonfahrt sicher machen kann. Ja. Und Wetter ist das Allerwichtigste bei einer Ballonfahrt oder überhaupt in der Luftfahrt. Ja. Wenn man das vernachlässigt, passieren Unfälle. Und die wollen wir natürlich vermeiden. Ja, klar. Und deswegen beobachten wir das Wetter meistens schon 2-3 Tage vor einer Ballonfahrt. Und am Tage der Fahrt, ja, wenn es ein bisschen kritisch wird noch, ja, mit dem Wind oder so, dann bin ich permanent den ganzen Tag am PC, ja, und gucke mir verschiedene Wettermodelle, Windkarten an und sowas, ja. Und Wetter ist das A und O. Das heißt, auch wenn Sie Gäste haben, mit denen Sie eigentlich gerne eine Fahrt machen wollen, ich wollte schon wieder fliegen sagen, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn Sie eine Fahrt machen wollen, kann das durchaus passieren, dass Sie anrufen eine halbe Stunde vorher und sagen, Wind geht nicht. Ja, ja, nicht nur eine halbe Stunde. Wir haben auch schon am Startplatz abgesagt. Ja, noch gar nicht allzu lange her. Da wollten wir in Weilburg starten. Und dann habe ich dann noch mal kurz, bevor wir angefangen aufzubauen, auf dem Handy mir das Radarbild angeschaut. Und dann kam genau so eine Regenwolke auf uns zu, die auch ein bisschen kräftig war in der Mitte. Und wie die sich entwickelt, weiß man ja nie. Ja, klar. Aber sie kam genau auf uns zu und habe ich mir so ausgerechnet, die ist dann in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde bei uns von der Zugrichtung her. Und da haben wir erst gar nicht angefangen aufzubauen. Wir hatten auch schon den Ballon aufgebaut. Und dann kam der Wind auf einmal auf, hat nicht mehr nachgelassen. Haben wir auch wieder eingepackt. Ja. Und das muss man einfach machen. Man darf nicht auf Teufel komm raus sagen, ach, wir versuchen, jetzt sind die Leute alle da, haben eine weite Anfahrt gehabt. Das darf alles nicht zählen. Ja. Wichtigste ist, dass das Wetter beobachtet wird, dass wir kein Risiko eingehen dabei. Und wie gesagt, wenn es direkt kurz vorm Start ist, packen wir auch wieder ein. Sie haben am Ende die Verantwortung. Ne? Ja, ja. Ich meine, man befindet sich eben auch in der Luft. Wahrscheinlich kommt daher die Assoziation auch immer sofort mit dem Wort Fliegen. Aber erläutern Sie doch bitte nochmal, warum es Fahren heißt. Ja, als man den Ballon erfunden hat, gab es den Begriff Fliegen ja noch nicht. Man ist früher zur See gefahren und dann ist man zur Luft gefahren. Und deswegen der Begriff Fahren. Und wir hatten bis vor ein paar Jahren einen Pilotenschein. Da stand drin Luftfahrerschein noch, ja. Das sind auch die ganz alten geschichtlichen Hintergründe. Ich finde das total spannend und richtig toll, dass das noch so weit zurückgeht. Ist aber eher nur im deutschsprachigen Raum. Ja. Ja, im englischsprachigen Raum gibt es nur Flying. Ja. Ah, da sagt man Flying. Ja, ja, okay. Das ist Flying. Ja. Okay, alles klar. Aber dann haben wir auf jeden Fall in dem Wording, da bin ich jetzt im Englischen, in dem Wording noch die historische Komponente. Wir machen uns auch ein bisschen auch einen Spaß draus mit den Leuten. Ja. Und da gibt es so bestimmte Rituale, wer dann Fliegen sagt. Ja, da muss dann später, wenn er getauft ist, eine Flasche Sekt ausgeben. Ja, das mit dem Taufen, das müssen wir ja vielleicht noch mal kurz vorwegnehmen. Also ich bin auch schon mal einmal gefahren. Das ist jetzt wirklich viele Jahre her und ich krieg's nicht mehr ganz hin. Aber man wird am Ende nach dieser Fahrt getauft. Das heißt, ich glaube, Feuer, Wasser und Erde kommen zum Einsatz. Ja. Erklären Sie es nochmal. Ja, die traditionelle Taufe, die muss dazugehören. Ja, und das machen wir auch. Ich habe jetzt 1117 Fahrten gemacht. Boah, und 1117 Mal die Leute getauft hinterher. Ja. Wie viele Menschen? Und
4.500 Leute habe ich ungefähr befördert jetzt. Okay, ja. Und getauft, ja. Und getauft, ja. Und bis jetzt alles auch unfallfrei, ja. Soll dann auch die letzten 2 Monate bleiben, bis ich aufhöre. Dann ist vorbei. Ach, okay. Dann habe ich die Altersgrenze erreicht. Dann darf ich nicht mehr mit Passagieren fahren, mit zahlenden Gästen. Hi. Und deswegen, die Taufe, die gehört dazu. Ja. Ja. Und wir machen das immer hinterher. Mhm. Wird eine Geschichte dazu erzählt. Ja, ich nehme da immer ein bisschen Zeit hinterher. Erzähle den Leuten dann die Geschichte, warum und wieso getauft wird. Und wenn es dann soweit ist, dann kriegen die so ein kleines bisschen die Haare angesteckt und wird dann ein bisschen mit ja. normalerweise Sekt. Wir nehmen aber Wasser, weil den Sekt lassen wir lieber durch die Kehle laufen. Da ist er besser als wir mit dem Kopf. Und dann noch ein bisschen, entweder ein bisschen Gras oder ein bisschen Erde. Wir nehmen auch meistens Gras. Das ist dann pflegeleichter wegzukriegen, als wir dann Ich bin noch Erde. Mit Erde beworfen worden. Aber ja, es war ja. eine sehr, sehr lustige Geschichte auf ja. jeden Fall. Vor allem, weil man einen bestimmten Namen kriegt. Ich kriege meinen ehrlich gesagt nicht mehr komplett mhm. zusammen. Es war irgendwas mit Luftprinzessin Leonie Zudan von irgendwas. Aber das Ding kann ja noch deutlich länger werden. Ihrer ja. ist gefühlt 5 Sätze lang. Hauen Sie raus. Ja, ich bin der große Kurfürst Arthur, stolzer Ritter vom Wörstädter Etzenborn und herrsche an den Weinbergen an der Talmühle hinter Rommersheim. Unfassbar. Warum müssen alle adelig sein? Ja, weil die ersten Menschen am Himmel waren Adelige. Mhm. Und als die gelandet waren, hat König Ludwig der 16. ein Dekret erlassen, wonach nur Adelige Ballon fahren dürfen. Und dieses Dekret wurde bis zum heutigen Tage nicht widerrufen worden, weil König Ludwig der 16. wurde kurz Zeit später ja selbst geköpft. Er hat keine Luft mehr gehabt zum Widerrufen. Und wir Wallöner führen die Tradition bis zum heutigen Tage fort und heben unsere Gäste anschließend in den Adelstand der Ballonfahrer. Wunderbar, schöne Tradition. Es ist auf jeden ja, Fall sehr unterhaltsam, mal das abgesehen von dieser unglaublich beeindruckenden Fahrt, die man mit Ihnen hier machen kann. Ja. Und ja, vielleicht ist das ja auch noch was für Sie. Noch eine Idee für die Ferien eventuell. Wer weiß, Sommerferien sind ja gerade frisch angefangen. Die sind ja noch ein bisschen. Vielleicht klappt es ja mit einer Ballonfahrt. Wir gucken uns jetzt einen Baum an. Ja. Fertig gekocht und habe es ein kleines bisschen am Schluss ein kleines bisschen abgebunden, dass es ein bisschen cremiger ist. Wunderbar, Herr Plücker, Herr Müller, Sie kommen schon automatisch. Ich muss Sie gar nicht rufen, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Schön, dass Sie da sind. Ich hab's gerochen. Dann kommen Sie alle immer schnell, ne? Ja. Ja, ja, genau. So, brauchen Sie noch ein bisschen Hilfe beim Anrichten? Jetzt soll ich gleich die rote Beete drauf und dann haben wir es schon geschafft. Dann helfe ich Ihnen gleich mal einmal. Oh, ich stelle es mal einmal eben runter. Psst, hier brutzelt's ordentlich. Beziehungsweise blubbert. So, das ist schon fertig. Dann schnapp ich mir doch schon mal 2. So. Viele Hände, ein schnelles Ende. Liebster Spruch meiner Oma. So, bitteschön. Dankeschön. So. Danke. Bitteschön. Guten Appetit. Jetzt kann auch der Koch sich setzen. Ne? Guten Appetit. Vielen Dank fürs Kochen, vielen Dank fürs Anrichten. Lassen Sie es sich schmecken. Danke. Wir probieren. Hm. Herr Müller nickt. Sehr, sehr lecker. Oder wird auch genickt. Ich liebe Curry. Ich finde es auch sehr, sehr lecker. Und ich finde die Süßkartoffel super da drin. Also hätte ich gar nicht so gedacht, dass ich die so auffallend lecker finde da drin. Ich hätte gedacht, sie geht ein bisschen mehr unter. Also man merkt es schon, also was man hier noch machen kann, man kann noch mit Früchten arbeiten. Mhm. Natürlich, man kann es natürlich auch noch, man kann ein bisschen Hühnerbrust mit runter arbeiten, mhm. wenn man das jetzt nicht vegetarisch möchte. Also man kann den Curry immer wieder ausbauen. Ich kenne es ein bisschen mit Ananas, aber das ist ja auch sehr ambivalent, ob die Leute das gut finden oder nicht, ne? Geschmackssache. Verstehe. Was würden Sie sonst noch so reinmachen? Also, ein paar Früchten? Mhm. Ja, ja, gut, jetzt Nektarine, Pfirsische, damit kann man gut arbeiten. Würde ich auf jeden Fall mit reinschneiden. Alles klar, also wer die noch zu Hause hat, darf das gerne mal probieren. Schauen sich das Rezept auf unserer Internetseite an und passen Sie es sich an, wie Sie gerne mögen, wie Sie spaßig sind. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 16 Uhr in Hallo Hessen. Und dann haben wir, es sind ja Sommerferien frisch, einen wunderbaren Tipp für Sie. Und zwar gehen wir nach Bad Karlshafen und stellen die Stadt genauer vor. Also, tschüss, bis dahin, bis morgen.